Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag zu unserer Field Fisher 360-Reihe. Heute mit der Gesellschafterstreit von der Prävention bis zur Konfliktlösung, bei der sich alles um Gesellschafterstreitigkeiten und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten handelt. Bevor wir anfangen, das muss ich leider ablesen, möchte ich ein paar Punkte ansprechen, damit Sie wissen, wie Sie an dieser Veranstaltung heute teilnehmen können. Sie hören standardmäßig über das Lautsprechersystem Ihres Computers. Wenn Sie sich lieber per Handy einwählen möchten, wählen Sie einfach Telefon im Audiobereich und die Einwahlinformationen werden Ihnen angezeigt. Bitte denken Sie daran, dass diese Sitzung aufgezeichnet wird. Während der Aufzeichnung sind weder Ihre Namen noch Ihr Gesicht zu irgendeinem Zeitpunkt sichtbar. Wir werden die Möglichkeit haben, Textfragen an die heutigen Panelisten zu stellen, indem Sie Ihre Fragen in das Fragenfenster des Control Panels eingeben. Sie können Ihre Frage jederzeit, auch während der Präsentation, einsenden. Wir werden die sammeln und schon während der Präsentation behandeln. Und wenn wir während der Präsentation nicht dazu kommen, gerne am Ende nochmal auf einzelne Fragen eingehen, falls das dann noch nicht geschehen ist. So viel erstmal zum Thema Virtual Housekeeping. Ich darf Ihnen jetzt ganz kurz meine Mitpanelisten vorstellen. Zunächst unser Gast, Herr Timo Probst. Timo Probst ist Associate Director und Syndikumsanwalt bei Howden, einem Versicherungsbroker, der sich auf die Vermittlung von sogenannten W&I-Versicherungen spezialisiert hat. Herr Probst, ich kenne ihn schon lange. Wir haben schon damals gemeinsam in der Großkanzlei gearbeitet, bevor dann der Herr Probst längere Zeit bei Clifford Chance in der Abteilung Corporate M&A gearbeitet hat. Timo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Hallo. Ja, gerne. Guten Tag zusammen. Dann der nächste, mein Partner bei Field Fisher, Andreas Driver, ist Partner im Bereich Corporate M&A und hat sich insbesondere auf die Vertretung und Beratung von Fintechs und Private Equity Unternehmen spezialisiert. In dem Zusammenhang kommt er schon häufig in den Genuss, mit Fragen konfrontiert zu werden, ob man bei den Verträgen bereits Mechanismen einbauen sollte, die zur Streitvermeidung von Gesellschaftsstreitigkeiten dienen können. Hallo Andreas, auch dir, für dich schon mal herzlich willkommen. Hallo zusammen. Vielleicht noch zwei Worte zu mir. Mein Name ist Jonas Mark, ich bin Partner bei Field Fisher im Bereich Dispute Resolution und kümmere mich seit 16 Jahren ausschließlich um Streitbeilegung und die Vertretung und die Beratung von Mandanten in Konfliktsituationen. Ein Großteil meiner Arbeit macht er tatsächlich Gesellschafterstreitigkeiten aus. Das sind deutlich über 50%. Und sodass wir, glaube ich, heute auch ein bisschen aus der Praxis dann berichten können. In der Zusammensetzung, die wir heute haben, können Sie auch ein bisschen den Beratungsansatz schon von Field Fisher erkennen, dass wir versuchen, interdisziplinär zu arbeiten, dass wir gucken, dass wir die Spezialgebiete zusammenbringen und damit auch unseren Mandanten die bestmögliche Lösung für ihre Probleme anbieten und nicht nur, dass einer aus einem Bereich das übernimmt und dann die Spezialgebiete nicht mehr hinzuzieht. Und deswegen, das ist einer der Hauptansatzpunkte, wie wir bei Field Fisher beraten. Aber ich glaube, wir gehen mal in medias res. Ich darf Sie ganz kurz in unsere heutige Agenda einführen. Es geht um gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten. Ich glaube, jeder kennt die Situation, dass zwei Leute oder mehr als zwei Leute haben eine glänzende Idee, etwas zu gestalten und zu machen. Dann kommt man sehr schnell auch zu der Überlegung, eine Gesellschaft zu gründen und dieses Business Venture nach vorne zu bringen. Und am Ende ist noch alles eitel Sonnenschein. Alle sind total heiß drauf, das Unternehmen nach vorne zu bringen und verstehen sich sehr gut. Und es geht noch nicht um viel Geld, es geht mehr um die Idee. Idealismus steht im Vordergrund. Und das ist genau der Zeitpunkt, zu dem man eigentlich über das Ende einer solchen Beziehung schon nachdenken sollte. Ich muss das immer mit einer Eheschließung vergleichen, obwohl ich weder eine Ehe bisher geschlossen noch eine geschieden habe, außer meine eigene, die ist jedenfalls geschlossen worden. Da ist es auch am Anfang eitel Sonnenschein und da sollte man am besten drüber nachdenken, was mache ich eigentlich, wenn es hinterher zu Streitigkeiten kommt, um den Rosenkrieg zu vermeiden. Und das ist tatsächlich
sehr vergleichbar hier in der Situation, die wir hier sind. Sie sehen, wir werden über Konfliktauslöser sprechen, ein bisschen über die Prävention in Verträgen und der Satzung. Dann wird Timo Probst über die Konfliktprävention durch Versicherungen sprechen. Und danach, wenn dann doch alle Stricke reißen, werde ich ein bisschen übernehmen und eingehen in den Konflikt, welche Maßnahmen kann man eigentlich machen, wenn man dann doch keine ordentliche Lösung hinbekommt, sondern sich streitig auseinandersetzen muss. Von daher darf ich jetzt, glaube ich, direkt an dich abgeben, Andreas, und freue mich auf deinen spannenden Vortrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jonas. Wie du gesagt hast, wir arbeiten gerne zusammen in unseren verschiedenen Fachbereichen. Wir haben jetzt hier das Thema gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten und man könnte sich fragen, was ist denn da besonders? Warum muss hier der Andreas noch mit dem Jonas zusammen ins Webinar kommen, wenn im Grunde genommen es dann vielleicht später nur um die Streitigkeit an sich geht? Klassische Streitigkeiten nicht gesellschaftsrechtlicher Art habe ich eben einfach zwei Parteien. Das wäre sicherlich dann so der Klassiker, wo Jonas mich nicht braucht. Wenn man Gesellschaften sich anschaut, merkt man, dass es dann doch häufig etwas bunter wird. Wir haben entweder Personengesellschaften schon mit mehreren Gesellschaftern oder eben Kapitalgesellschaften. Da kommt dann zu den Gesellschaftern hinzu sogar noch eine juristische Person und nochmal ein Geschäftsführer mit eigenen Rechten. Und deswegen haben wir jetzt plötzlich auch unterschiedliche Vertragsverhältnisse, in denen Streitigkeiten auftreten können. Also zum einen sind das die Gesellschafter untereinander, die sich über die Satzung, den Gesellschaftsvertrag streiten. Bei den Kapitalgesellschaften ist es so, dass sich da häufig die Gesellschafter und vielleicht auch die Geschäftsführer zusammen noch eine Gesellschaftervereinbarung zugrunde legen. Der Geschäftsführer oder der Vorstand hat einen eigenen Vertrag mit der Gesellschaft, mit eigenen Rechten und Pflichten und auch eigenen Treuepflichten, aus denen es Probleme und Streitigkeiten geben kann. Und last but not least, den Kaufvertrag. Das heißt, wenn jetzt ein Käufer von der Gesellschaft kommt oder von Geschäftsanteilen oder Anteilen an der Gesellschaft, der muss sich dann auch überlegen, wem kaufe ich das ab? Wer sind meine Vertragsparteien? Und welche Rechte und Pflichten ergeben sich hier? Die Konfliktursachen sind im Grunde genommen erstmal, würde ich mal sagen, menschlicher Natur häufig und meist. Wie gesagt, Jonas finde ich sehr gut, am Anfang ist eitel Sonnenschein. Das ist immer sehr spannend, wenn man da dann sagt, ja, jetzt lasst uns mal überlegen, was kommt in die Satzung, was kommt in die Gesellschaftervereinbarung, aber wieso, ist doch alles ist doch gut und wir machen alles 50-50 und passt schon. Und dann ist man tatsächlich so ein bisschen der Spielverderber, ja, so fast wie die Eltern zum Teenager, die dann sagen, ja, pass mal auf, das kann ja auch mal ganz anders laufen. Was sind so die Ursachen, die es gibt? Es kann tatsächlich ganz normal einfach private Meinungsdifferenzen geben, die vielleicht auch gar nichts überhaupt mit der Gesellschaft oder der Beteiligung zu tun haben, da aber dann reinwirken. Eine Scheidung kann hier reinwirken, zum Beispiel, weil dann plötzlich ein Liquiditätsproblem entsteht bei jemandem oder die Frage ist, wem stehen jetzt die Anteile zu? Auch das wirkt in die Gesellschaft rein, Erbschaften genauso. Wenn wir mehr so auf die Ebene der Gesellschaft gucken, kann es gut sein, dass es hier Streitigkeiten gibt. Jemand hat eine Strategievorstellung, die er gerne umsetzen möchte, die nicht funktioniert oder erwartet eine höhere Rendite und versucht deswegen, den anderen Gesellschafter rauszukegeln. Kapitalerhöhungen können auch dazu führen, dass die nicht liquide Partei sagt, kann ich leider nicht mitmachen. Und dann, sage ich mal, etwas später, es kann eben zum Exit kommen. Exitus kann es auch kommen. Das wäre dann eine Krise der Gesellschaft. Und auch in diesen Situationen wird plötzlich festgestellt, dass diese Vertrautheit von den Anfängen dann doch leider schnell vergessen ist. Kommen wir zur Konfliktprävention. Wir sind hier jetzt, wie gesagt, am Anfang, noch verstehen sich alle. Und das ist auch das Wichtige, weil nur dann kann ich wirklich hier auch vertraglich eine Lösung finden, weil wenn natürlich schon die Argwohn groß ist, dann wird es deutlich schwieriger. Und wir haben hier einfach mal zusammengetragen, was es für Optionen gibt.
die man aufnehmen kann. Die sind alle in verschiedenen Verträgen oder Dokumenten können die verankert werden und sind mehr oder weniger eben auch Standard in Beteiligungsverträgen. Zum einen ist es, sage ich mal, die so familienrechtliche Fragen, zum Beispiel, dass man eine klare Regelung hat für den Erbfall. Was passiert beim Erbfall? Dass man hier zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt nicht, dass hier dann eine Erbengemeinschaft in die Gesellschaft reinregiert. Das führt meistens zu einer gewissen Aufregung in den Gesellschafterversammlungen, sondern dass man sagt, gut, also wenn es zum Erbfall kommt, dann darf hier nur mit einer Stimme abgestimmt werden. Man möchte sich hier nicht mit einer Vielzahl auseinandersetzen. Beim Ehe, in Bezug auf Eheschließungen oder bestehende Ehen, sieht man häufig die Klauseln oder sage ich mal zumindest den Versuch, in den Vertrag Klauseln aufzunehmen, dass man sagt, dass hier dann die Geschäftsanteile eben ausgenommen werden aus dem Zugewinnausgleich. Das führt eben dann dazu, dass hier nicht die Geschäftsanteile zum Streitball werden in einem potenziellen Scheidungsverfahren. Man hat andere, mehr gesellschaftsrechtliche Regelungen, wo man sagt, ich möchte mich hier schützen, zum Beispiel in finanzieller Art. Das wäre zum Beispiel eine Wasserfallregelung, bei der man, oder Waterfall, das wird häufiger verwendet, bei der man eben regelt, was passiert beim Exit, wie wird dann die Verteilung der Verkaufserlöse geregelt. Da kann eben zum Beispiel das Management vielleicht auch incentiviert werden und bekommt ein sogenanntes Sweet Equity. Oder man sagt, es wird immer erstmal die Einlage zurückgezahlt und erst darüber wird pro rata verteilt und so weiter. Ich kann aber auch sagen, ich möchte mich grundsätzlich in meiner Beteiligung schützen. Und zwar eben auch in dem Umfang. Das ist ein Verwässerungsschutz, bei dem ich mir die Rechte einräumen lasse, eben bei Kapitalerhöhungen mitzugehen. Aus dem US-amerikanischen Standard kommt eben auch der Verwässerungsschutz finanzieller Art, dass man sagt, falls eben jemand anderes investieren kann zu einem günstigeren Preis, möchte ich eben auch geschützt werden, dass ich so gestellt werde, als hätte ich auch zu diesem günstigeren Preis investiert. Ich kann Regelungen treffen für Gesellschafterbeschlüsse. Kann man sich überlegen, was bedarf einer qualifizierten Mehrheit. Da sind bestimmte Vetorechte denkbar. Ich kann mir Eskalationsregelungen überlegen, Schiedsklauseln. Dann, wenn man sagt, man möchte vielleicht doch nicht gleich zum Jonas, sondern versucht es nochmal in-house zu lösen, die Streitereien. Oder geht eben mit der Schiedsklausel, dann aber natürlich ist man schon anwaltlich besser beraten vor das Schiedsgericht. Kündigungsrechte, Texas Shootout, Russian Roulette, also auch lauter Möglichkeiten, wie ich eine Zusammenarbeit beenden kann. Kündigungsrechte ist klar, Texas Shootout, Russian Roulette, eben Möglichkeiten, hier zu sagen, eine Partei dient der anderen die Anteile an, oder es gibt eben ein Bieterverfahren, um dann dafür zu sorgen, dass eben nur noch eine Partei verbleibt, um so den Streit aus dem Unternehmen rauszuholen. Track-Tech-Rechte, das sind Klassiker eben in Beteiligungsverträgen, auch im Private-Equity-Bereich. Das heißt, die Möglichkeit, ich kann meine Anteile verkaufen und kann dann als Finanzinvestor eben die Anteile vom Management mitverkaufen. Und andersrum, die Minderheitsgesellschafter kriegen auch das Tech-Recht, das heißt die Möglichkeit eben, ihre Anteile mit anzubieten bei so einem Verkauf, um zu verhindern, dass es hier dazu kommt, dass ich eben quasi in der Gesellschaft hängen bleibe. Beirat, Aufsichtsrat und Ausschüsse sind Gremien, die hier auch für die Konfliktlösung sehr hilfreich sein können. Und deswegen gerade der Beirat eben als gesetzlich eigentlich nicht vorgesehenes Gremium häufig etwas, was man mit reinnimmt, weil es einfach hilft, man schafft eine Transparenz in dem Unternehmen, hat ein Forum, in dem man sich eben austauschen kann, ohne dass es gleich eben formal alle Gesellschafter hier einen Gesellschafterbeschluss fassen müssen. Das wären so die Punkte, die man aufnehmen kann zur Konfliktprävention. Ist natürlich immer jeweils vom
einzelfallabhängig, ist, würde ich sagen, wichtig, einfach sowas frühzeitig anzusprechen, dass es so Möglichkeiten gibt, potenzielle Konflikte eben anzusprechen und dann eben entsprechende Regelungen zu finden. Andreas, vielleicht ganz kurz, weil das in meiner Beratung ab und zu nachgefragt wird. Wenn man so einen Vertrag verhandelt, dann sitzt man ja über verschiedenen Klauseln teilweise tagelang, um die glatt zu ziehen und da wird ein Tauziehen gemacht. Gibt es irgendwie aus deiner Praxis und vielleicht auch bei dir von früher noch oder aus deiner Versicherungspraxis, die du jetzt auch kennst, irgendwelche Regelungen, bei denen es sich mehr lohnt, für etwas zu kämpfen als andere Regelungen, wo man sagt, da sollte man mehr Augenmerk drauflegen und da vielleicht auch ein bisschen mehr für kämpfen und bei anderen ist es nicht so schlimm, weil die am Ende des Tages wahrscheinlich eh meist nicht streitig werden. Kannst du da irgendwas sagen? War es jetzt an Timo oder mich? Wer auch immer antworten mag. Also ich fand es ganz interessant, in den USA zu sehen, dass da jetzt die Venture Capital Verträge, und das gilt dann für Private Equity auch, aber nicht ganz so in dem Rahmen, dass die wirklich fast Standard und geschnitten Brot sind. Also das heißt, da ist wirklich, wie du sagst, steht eigentlich das meiste drin, was einfach auch Marktstandard ist. Und da wird eben häufig auch gar nicht jetzt viel über jede Klausel verhandelt. Das liegt allerdings eben auch daran, das hängt immer eben auch an der Erfahrenheit quasi der Teilnehmer. Das heißt, da ist einfach dann auch die Venture Capital Unternehmen in den USA, die dann eben auch wissen, wie der Markt ist und auch wissen, was man verhandeln kann und was nicht. Das ist in Deutschland manchmal, sage ich mal, im mittelständischen Bereich etwas schwieriger. Ja, da muss man dann vielleicht ein bisschen mehr aufklären, wo es sich lohnt zu kämpfen. Ich würde sagen, dass so jetzt sage ich so Sachen wie Beirat, Vetorechte und so weiter. Ich glaube, das sollte üblicherweise jetzt nicht besonders streitig sein. Man würde sich halt konzentrieren auf die wirtschaftlichen Themen. Also das heißt dann eben die Waterfall-Wasserfall-Regelung. Eben was gilt bei einem Verkauf? Da würde man auf jeden Fall drauf schauen. Und Track-Tag-Rechte und so weiter sollten eigentlich auch Standard sein, aber natürlich können die manchmal auch etwas, soll man sagen, untypisch formuliert sein. Ne? Ja, ich weiß jedenfalls, wenn ich so drauf gucke, was bei mir häufiger dann aufpoppt, sind natürlich die qualifizierten Mehrheiten, ob die eingehalten sind, wann die eingehalten werden, mit der ordnungsgemäß einberufen wurde. Das sind viele Formalien, um die man da in Gesellschafterstreitigkeiten kämpfen darf. Dann die Kündigungsrechte sind ja häufig auf dem vor Gericht. Da glaube ich, macht es Sinn, auch nochmal drauf zu achten, weil es einen großen Unterschied zwischen Good Leaver und Bad Leaver am Ende des Tages machen kann. Gesellschafterbeschlüsse, wie die gefasst werden müssen, was da die Formalia sind, damit Beschlüsse gefasst werden können, bedarf es einer formellen Beschlussfassung. Wer zum Beispiel ein Thema, was ich hoch und runter mal hatte beim Gericht und jedes Mal wieder aufkommt, ist die Frage, wer darf eigentlich bei welchen Konstellationen den Versammlungsleiter stellen. Das scheint in irgendeiner Art und Weise, kann man sagen, das ist völlig irrelevant, aber am Ende des Tages ist derjenige, der den Versammlungsleiter stellen kann, in einer unglaublichen Macht, in einer Konfliktsituation, wenn da eine Gesellschafterversammlung gemacht wird, weil der nun mal derjenige ist, der das offizielle Protokoll erstellt, was auch unterschrieben wird, was eingereicht wird. Und der auch gegebenenfalls, wenn das so geregelt ist, Beschlüsse feststellen kann. Und ob Beschlüsse festgestellt sind oder nicht, das macht dann wiederum jedenfalls aus meiner anwaltlichen Praxis einen extremen Unterschied, weil es eine andere Klageart ist, wer klagen muss. Muss ich eine positive Beschlussfeststellungsklage machen, um meine Begehren durchzubekommen, oder muss ich es abwehren mit einer Anfechtungsklage? Das sind so Punkte, die jedenfalls bei mir immer wieder auf dem Tisch sind, die dann formal auseinandergenommen werden beim Gericht und wo man sich unglaublich zu streiten kann, wenn das nicht geregelt ist. Und das sind so Sachen, ich glaube, gerade die Formalia, die sollten irgendwie ordnungsgemäß gelöst sein, weil dann, wenn es daran schon scheitert, dann ist in der Konfliktsituation, kann man jeden Beschluss anfechten und damit auch eine Gesellschaft lahmlegen. Ja, nee, absolut. Also ich glaube, da ist vor allem eben, wie du sagst, das Wichtige, dass die Regelungen klar sind, ja, dass man da jetzt nicht, weil ansonsten,
Ich glaube, wenn man eben am Anfang die Themen anspricht bei der Verhandlung und dann eben im Vertrag klar regelt, ob das jetzt in die eine oder andere Richtung geht, ja, das ist dann natürlich, sage ich mal, ein Thema der Verhandlung, aber dann ist zumindest da Klarheit geschaffen. Also das ist ja, denke ich mal, das Wichtigste, dass man eben nicht solche Themen komplett ausgespart hat und die einen dann später überraschen, ja. Okay, vielen Dank. Gehen wir weiter, oder? Jo. Schauen wir mal. Genau. Konfliktprävention M&A, das überschneidet sich etwas mit der vorherigen Folie. Wir haben da verschiedene Bereiche einfach, auf die man achten muss. Also zum einen fängt es natürlich an mit dem Kaufvertrag. Das heißt, wenn ich da hier Konflikte vermeiden will, ist es wichtig, dass ich eine gescheite Due Diligence mache und eine Transparenz schaffe. Also wo kommen die Streitigkeiten her? Meistens beim Verkauf, das ist natürlich, und da kommen wir jetzt gleich auch, wird Timo noch was dazu sagen, ist einfach das Thema, der Käufer hat eine gewisse Vorstellung und wird da eben enttäuscht. Und je mehr Transparenz man schafft, umso weniger Streitigkeiten kann es eigentlich dann geben, wäre meine These. Die Kaufpreisberechnung ist natürlich auch ganz zentral. Weil hier, wenn ich da anfange, etwas schwammig zu formulieren, dann wird man sich fast notwendig drüber streiten, weil ich habe als Geschäftsführer des Käufers natürlich eine Pflicht, nicht zu viel zu zahlen. Und insofern werde ich da auf jeden Fall gucken müssen, dass ich hier dann, was ich an Möglichkeiten habe, den Kaufpreis noch nachzuverhandeln, die dann auch nutze. Deswegen eben vor allem auch eine enge Verzahnung, häufig eben mit der Bilanz. Das ist wichtig. Da wird manchmal so ein bisschen drüber hinweg laviert und wird gesagt, na ja, man nimmt irgendwelche Begrifflichkeiten. Da sollte man eben schauen, dass man wirklich das eng verzahnt, die Bilanz der gekauften Gesellschaft und die Kaufpreisregelung. Aufzupassen ist eben noch dieser häufige Gap zwischen Signing und Closing. Das liegt dann häufig eben noch eine gewisse Zeit dazwischen, in der viel passieren kann. Und deswegen eben auch da wichtig, Regelungen zu finden, was darf gemacht werden. Und das muss auch ganz klar sein, dass es da jetzt nicht noch irgendwie zum Abfluss von Assets kommt. Garantien, Covenants können hier helfen. Ich gebe ein bisschen Gas, weil wir ja uns hier auch dann noch etwas unterhalten wollten danach. Wir haben Gesellschaftervereinbarung eigentlich angesprochen. Das sind eben die Vereinbarungen zwischen den Gesellschaften, wo ich mir jetzt eben über Track-Tag-Rechte, Vorkaufsrecht und so weiter Gedanken machen muss. Und in der Satzung, die eben für alle Gesellschafter gilt, auch für solche, die später mit dazukommen, kann ich eben davon auch einige von diesen Mechanismen verankern. Und dann würde ich übergeben an Timo, der uns was erzählen wollte zu den Versicherungsmöglichkeiten bei M&A-Transaktionen. Ja, gerne. Vielen Dank für die Ausführung soweit. Anschließend daran auf die mögliche Konfliktprävention bei M&A-Transaktionen möchte ich kurz ausführen, dass es hier auch noch eine weitere Möglichkeit gibt der Absicherung und der Vermeidung von Streitigkeiten. Und das wäre der Fall, indem man eine Versicherung platziert auf einer M&A-Transaktion. Eine solche M&A-Versicherung kann sich aus verschiedenen Positionen zusammensetzen. Jetzt haben wir eine Slide übersprungen, da versuche ich gerade zurückzugehen. Technische Probleme gleich am Anfang. Genau, das ist die Slide, die ich haben wollte. Ja, was ist eine M&A-Versicherung überhaupt? Die M&A-Versicherung setzt sich zum einen zusammen aus mehreren Produkten. Standardmäßig unser Standardprodukt, das auf meisten Transaktionen platziert wird, ist die Warranty- und Indemnity-Versicherung. Das ist eben die Standardabsicherung, die unbekannte Risiken absichert aus der Verletzung von Garantien, die zwischen Käufer und Verkäufer im Kaufvertrag vereinbart
vereinbart werden und aus etwaigen Ansprüchen unter der Steuerfreistellung. Insofern mit der W&I-Versicherung kann ich den Streit wegnehmen von den Parteien eines Kaufvertrags, von dem Verkäufer und dem Käufer und das Risiko hin verlegen zum Versicherer, der dann im Falle eines gültigen Schadens dann einsteht und auszahlt unter der Versicherungspolice. Darüber hinaus, neben der Absicherung von unbekannten Risiken, kann ich mich auch teilweise absichern für bekannte Risiken. Das ist zum einen möglich in Bezug auf Steuerrisiken. Typischerweise werden hier Risiken abgesichert, die nur ein geringes bis mittleres Risiko haben, aber dann möglicherweise eine hohe Auswirkung haben finanzieller Natur. Und genau hier kann ich eben das einzelne Steuerrisiko, das ich in meiner Due Diligence entdeckt habe, absichern und diesen Streit dann möglicherweise in Bezug auf dieses Risiko auch von den Parteien wegnehmen und auf die Versicherung verlagern. Litigation Buyout ist auch möglich darüber hinaus, dass man von der Gesellschaft einen bestehenden Streit wegnimmt und auslagert auf die Versicherung und dann die Versicherung diesen Streit zu Ende führt, möglicherweise dann solche Streitigkeiten nur versicherbar, die aber dann am Ende auch ein gutes Ausgehen für die Gesellschaft selbst haben. Darüber hinaus wäre noch möglich, auch Umweltrisiken, die bekannt sind, wegzunehmen. Dann müssten die Parteien eben nicht tagelang über irgendwelche Freistellungen im Kaufvertrag verhandeln, wer jetzt wen nach Übergabe der Immobilie noch weiterhin freistellt, sondern es wäre möglich, hier eine Versicherungspolice zu platzieren für bekannte Risiken. Und zu guter Letzt, insbesondere im Immobilienbereich sehen wir das häufiger, eine sogenannte Title Insurance oder auch Legal Indemnity Insurance, womit ich die Anteile an den Geschäftsanteilen der Immobilienholdinggesellschaft versichern kann, sowie auch die Eigentümerstellung, dass das erworbene SPV tatsächlich Eigentümer der Immobilie selbst ist. Ich möchte aber eigentlich bleiben bei der W&I Insurance, was es ist und was es nicht ist. Ja, wie schon erwähnt, die W&I-Versicherung wäre eben ein probates Mittel im M&A-Bereich, um die Haftung für Garantieverletzungen im Kaufvertrag oder für Ansprüche unter der Steuerfreistellung vom Verkäufer unter dem SPA zu transferieren auf den Versicherer, der dann unter der Versicherungspolice leistet. Was wir wollen, ist mit der W&I-Versicherung den vollständigen Garantiekatalog, der zwischen Käufer und Verkäufer im Kaufvertrag vereinbart wird, abzusichern, sowie auch weitestgehend die Steuerfreistellung. Was ist die W&I-Versicherung nicht? Sie soll auf alle Fälle nicht ersetzen, die eben gemacht werden muss auf der M&A-Transaktion, denn auf der Due Diligence, die Okay. Timo Probst ist der einzige von uns, der in München selbst drin sitzt, auch zum derzeitigen Zeitpunkt. Okay. Und der ist dann dort ist dann das schlechteste Netz offenbar. Timo, wir hören dich gerade nicht, leider. Okay. Doch, jetzt, ich höre dich wieder, sehe dich nicht, aber hören reicht ja schon. Okay. Ich hatte auch hier gerade eine Mitteilung, dass meine Internetverbindung langsam wäre, aber jetzt scheint es ja wieder zu gehen. Ja, jedenfalls. Gut, was die W&I-Versicherung auch nicht ersetzen soll, ist die Offenlegung durch den Verkäufer, dass ein ordnungsgemäßer Offenlegungsprozess durchgeführt wird, der eben dann dem Käufer es ermöglicht, jetzt hat sich hier bei mir die Ansicht geändert. Bin ich noch da? Wir hören nicht. Einfach weiter. Alles klar, gut.
worauf eben dann die Due Diligence des Käufers basiert. Die W&I-Versicherung selbst würde auch keine bekannten Risiken decken. Das wäre also ähnlich wie im Kaufvertrag, wonach ich eben keine Ansprüche geltend machen kann für Dinge, die mir bekannt sind. Das läuft genauso unter der W&I-Versicherung, aber darüber hinaus können eben bekannte Risiken separat versichert werden. Und die W&I-Versicherung würde auch nur versichern, was bis zum Closing passiert. Ich habe darüber hinaus keinen Schutz, wie mein Target, das ich erwerbe, nach Closing weiter performt. Insofern hilft mir das nur für die Absicherung bis zum Closing der Transaktion. Genau, generell gilt, den bestmöglichsten Versicherungsschutz erreicht man dann, wenn die Parteien die Transaktion verhandeln, wie wenn es keine Versicherung gäbe. Aber es hat eben für den Verkäufer die Möglichkeit, sie eben dann mit einer geringen Haftung oder eben sogar keiner Haftung aus der Transaktion auszusteigen und die Erlöse sofort an die Gesellschaft auszuschütten, ohne dass irgendwelche Gelder noch im Escrow bleiben müssen oder zurückgehalten werden müssen. Und für den Käufer hat es die Möglichkeit, zum einen, dass er gegen einen Versicherer dann vorgehen kann und nicht gegen den Verkäufer und sich möglicherweise sogar an manchen Punkten besser stellen kann, als es unter dem Kaufvertrag möglich gewesen wäre. Das schließt dann an auf die nächste Folie. Eins zu weit gesprungen. Genau, die Vorteile der W&I-Versicherung aus Verkäuferperspektive wäre eben dann der clean Exit. Es ermöglicht eben dem Verkäufer, ohne weitere Haftung auszusteigen aus der Transaktion. Für irgendwelche Risiken, die noch aufkommen könnten in Bezug auf Garantieverletzungen, müsste der Verkäufer keine Rückstellungen bilden. Und gerade im Fondsgeschäft ist es eben möglich, mit der geringen Haftung am Ende des Lebenszyklus des Fonds den Fonds dann schnell abzuwickeln. Aus der Käuferperspektive kann ich mich in Transaktionen, bei denen ich noch mit mehreren Bietern zu tun habe, im Auktionsprozess mich möglicherweise besser stellen, indem ich dem Verkäufer anbiete, er kann ohne Haftung aus der Transaktion aussteigen, weil ich mich versichere. Ein wichtiger Punkt auch noch, den wir oft haben, ist aus der Käuferperspektive, wenn das Management, das verkauft, weiterhin auch noch an Bord bleibt und weiterhin die Geschäfte der Gesellschaft führt, dann kann ich hier auch einen Konflikt von der Gesellschaft wegnehmen, indem ich als Käufer mich eben dann unter der Police an den Versicherer wenden kann und nicht auf das Management zugehen muss, wenn in der Vergangenheit etwas falsch gelaufen ist, was ich nicht wusste und ich dafür dann versichert bin, um hier ein Thema zu nennen. Es kam auch schon auf, Financial Statements, also Jahresabschlüsse, hat man immer wieder das Thema, dass da in der Vergangenheit möglicherweise etwas nicht richtig abgebildet wurde und worauf ich dann den Kaufpreis berechnet habe, sodass ich dann vielleicht einen Schaden habe, weil ich einen zu hohen Kaufpreis bezahlt habe, wenn irgendwelche Punkte in den Jahresabschlüssen nicht korrekt dargestellt waren. Und das kann ich eben dann vom Management und vom Verkäufer wegnehmen und den Streit mit der Versicherung austragen. Ich kann direkt gegen einen Versicherer klagen, der zumeist auch in Deutschland sitzt oder in London. Das wäre jetzt ein Spezialthema, wenn UK dann nicht mehr in der EU sein wird Ende des Jahres. Und ich hatte es auch schon erwähnt, ich kann mich teilweise sogar unter der Versicherungspolice besser stellen, als es unter dem Kaufvertrag zwischen den Parteien möglich wäre zu verhandeln, insbesondere in Bezug auf Laufzeiten der Versicherungspolice, also auf die Verjährung. Und ich kann natürlich die Höhe der Absicherung, also das Versicherungslimit, selbst wählen, ohne das mit dem Verkäufer zu verhandeln. Genau, in den letzten Jahren ist eine W&I-Versicherung vom Nischenprodukt zum inzwischen bewährten Tool auf der M&A-Transaktion geworden. Es wird immer häufiger genutzt in
meiner Zeit, als ich noch als Anwalt tätig war, von 2014 bis 2017, haben wir es eher genutzt dann, wenn schon Streitigkeiten aufkamen über die Garantien, dass man es dann erst nutzt. Inzwischen ist es zum Standardprodukt geworden, dass Verkäufer es von vornherein vorsehen für die Transaktion und Käufer es gerne wählen, um eben diese zusätzliche Absicherung zu haben. Und das sieht man insbesondere daran, dass wir hier zum Beispiel von 2018 auf 2019 eine Erhöhung der Dealanzahl hatten, auf denen wir Versicherungen platziert haben, von 60% und eine Erhöhung in der Versicherungspolice von 44%. Es kommt ab und zu vor, dass wir eben mehrere Policen auf einer Transaktion platzieren für die unbekannten Risiken, die W&I-Versicherung und darüber hinaus eine zusätzliche oder mehrere zusätzliche Versicherungen für bekannte Risiken, sodass diese Zahlen voneinander abweichen. Das war es dann schon von meiner Stelle, sodass ich übergeben möchte an Jonas, der nun über den Konflikt selbst sprechen möchte. Vielen Dank. Timo, bevor ich das mache, habe ich doch eine Frage an dich und die mir immer wieder durch den Kopf geht, wenn ich sowas sehe und die mir auch immer wieder gestellt wird. Erstens, ich finde das ein fantastisches Tool, um bei M&A-Transaktionen, Post-M&A-Streitigkeiten nicht auf Gesellschaftsebene abzubilden und dadurch irgendwie einen Going Concern, einen normalen des Geschäftes habe, sodass eigentlich die Gesellschafter dadurch, dass Streitigkeiten mit hohen Streitwerten von ihnen weggenommen werden, auf den Versicherer übertragen werden, dass ein großer Schutz der Gesellschaft selbst ist, weil man sich nicht in Gesellschafterstreitigkeiten vertieft, sondern es einfach über eine Versicherung abwickelt. Von daher finde ich das Tool großartig. Die einzige Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, wenn denn so eine Garantieverletzung auftaucht, muss ich da zunächst jetzt meinen Vertragspartner in der M&A-Transaktion in Anspruch nehmen oder kann ich da direkt gegen den Versicherer vorgehen? Wie läuft das? Man kann tatsächlich direkt gegen den Versicherer vorgehen. Es ist nicht erforderlich, zunächst gegen den Verkäufer vorzugehen, da entsprechende Vorschriften im Kaufvertrag, die noch vorhanden sind, dass der Verkäufer benachrichtigt werden muss, zum Beispiel werden für die Zwecke der Versicherungspolice nicht beachtet und die Versicherungspolice beinhaltet dann selbst Klauseln, wie man vorzugehen hat, dass man den Schadenfall beim Versicherer meldet. Aber es ist keine Voraussetzung, dass man zuerst den Verkäufer in Anspruch nimmt, um unter der Versicherungspolice den Schaden einzufordern. Üblicherweise kann die Versicherung dann, das wäre, um deine nächste Frage wahrscheinlich vorwegzunehmen, kann die Versicherung nicht Rückgriff nehmen beim Verkäufer. Die einzige Ausnahme hier wäre, wenn sich der Verkäufer eben arglistig verhalten hätte oder vielleicht sogar betrügerisch, dass er irgendetwas nicht offengelegt hat, von dem er aber tatsächlich wusste. Für diese Fälle würde es dann ein Rückgriffsrecht geben des Versicherers auf den Verkäufer. Ansonsten kann der Versicherer nicht auf den Verkäufer Rückgriff nehmen und ich kann als Käufer direkt den Versicherer unter der Police in Anspruch nehmen. Du hast teilweise, vielen Dank erstmal, teilweise meine Frage vorweggenommen, aber die weitere Frage, die ich habe, ist, wenn denn ein vorsätzliches Verhalten da ist, hat die Versicherung ein Recht, dann nicht zu zahlen an den Käufer oder muss sie trotzdem zahlen und ist das Risiko dann beim Versicherer Rückgriff zu nehmen beim Garantiegeber? Das versuchen natürlich der Versicherer für Sie zum Positiven in der Versicherungspolice zu verhandeln. Aber wir als Makler wollen da natürlich auch immer sicherstellen, dass das nicht der Fall ist, dass der Versicherer auch im Falle eines vorsätzlichen Handels des Verkäufers haften muss unter der Police und dann eben nur die Möglichkeit besteht, Rückgriff zu nehmen, dass der Versicherer sich hier nicht rauswinden kann mit dem Argument, der Verkäufer hätte vorsätzlich gehandelt. Okay, vielen Dank. So, aus praktischer Sicht noch eine Frage. Also das bedeutet ja, dass natürlich der Due Diligence Bericht jetzt vor allem für die Versicherung relevant wird. Ne, der Käufer natürlich möchte auch einen ausführlichen Due Diligence Bericht, sage ich mal grundsätzlich, ja, den möchte nicht darauf verzichten, aber zumindest die Haftungsfrage ist ja, dafür ist nicht mehr ganz so relevant.
Das bedeutet, ich muss die Versicherung ja relativ früh einbinden. Deswegen so die Frage A, wie lange dauert das? Wann wird die Versicherung eingebunden? Und auch noch in dem Zusammenhang vielleicht eben, wer sucht denn eigentlich die Versicherung aus? Wer ist derjenige, der sagt, dass mit dieser Versicherung wollen wir das machen? Genau, es werden üblicherweise bei 99% der Transaktionen die Versicherungspolicen auf der Käuferseite platziert, und der Käufer oder die Käufergesellschaft ist dann Versicherungsnehmer, sodass der Käufer eben über seinen entweder direkt mit der Versicherung verhandeln kann oder über seinen eingeschalteten Versicherungsmakler den Versicherungsmarkt anspricht, sodass der Käufer dann die Versicherung aussucht, mit der die Transaktion versichert wird, und in Bezug auf den Prozess oder den Zeitplan wäre es wünschenswert, wenn man 3 bis 4 Wochen vor dem geplanten Beurkundungstermin eingeschaltet wird. Das ergibt oder das ermöglicht einen dann, den Versicherungsmarkt anzusprechen und die Angebote zusammenzufassen, was circa 1 Woche dauert, und dann das Underwriting für die Versicherungspolice durchzuführen mit dem ausgewählten Versicherer, was dann etwa 2 bis 3 Wochen dauert, aber ja, wenn weniger Zeit vorhanden ist, auch schneller durchzuführen ist. Und wenn dann 2 Wochen vor Beurkundungstermin einigermaßen vollständige Due Diligence-Berichte zur Verfügung stehen, wir sprechen hier immer von 85 bis 90%, dann werden diese an die Versicherung übermittelt und diese müssen zu der Zeit auch noch nicht vollständig sein, wenn nach wie vor noch Informationen vom Verkäufer zur Verfügung gestellt werden und dann noch ein Update des DD-Berichts erfolgt. Kann der Versicherer damit arbeiten? Danke. Vielen Dank. Dann, ja, wir sind schon wieder weit vorgeschritten, wie das immer so geht, wenn und das, bevor der spannende Teil kommt, jedenfalls mal aus Litigator-Sicht, nämlich alle Konfliktlösungs- oder Konfliktpräventionsmechanismen haben nicht funktioniert, haben nicht gegriffen, dann kommt das Ganze in die Abwicklungsabteilung, die man ja jetzt Neudeutsch Litigation Department nennt. Und es wird überlegt, was passiert eigentlich, wenn man sich nicht gütlich auseinander einigen kann und es keinen Mechanismus gibt, den ich einfach stur abarbeiten kann aus einem Vertrag. Wir haben ein relativ typisches Beispiel, es wird jetzt nicht jeden ansprechen, aber es zeigt sehr, sehr gut, welche Möglichkeiten da bestehen. Ich möchte es mal aus Mehrheitsgesellschaftssicht und aus Gesellschaftersicht aufzeigen. Wir haben eine Mehrheitengesellschaftergruppe und eine Minderheitengesellschaftergruppe. Die Minderheitengesellschaftergruppe stellt auch gleichzeitig den Geschäftsführer in einer GmbH. Die Situation ist relativ häufig dann, wenn es einen Gründer gibt oder eine Idee und ein Unternehmen aufgebaut wurde über längere Zeit, da steckt viel Know-how drin und dann muss man irgendwann sich die Frage stellen, bleibe ich klein oder möchte ich wachsen? Wenn ich wachsen möchte, dann hole ich mir einen Investor mit rein. Der Investor selbst kann ein Business Angel sein, ein größeres Unternehmen, wer auch immer. Jedenfalls ist das immer davon geprägt, dass der meistens mehr Geld hat und damit auch Kapital reinschießt, um das Geschäft zu erweitern. Der Investor selbst möchte damit Kapital mehren, aber sich eventuell auch Know-how einkaufen. Und wie gesagt, ist durch zwei Dinge meist geprägt. Erstens, er bringt viel mehr Kapital ein und zweitens, er will die Mehrheit haben. Das heißt, am Ende des Tages sind wir in der Situation in der GmbH, in dem wir einen Gesellschafter, Geschäftsführer haben. Wie gesagt, es kann auch eine Minderheitengruppe sein und eine Mehrheitengruppe, die meist kapitalstärker ist, aber nicht die Know-how-Träger sind. Zwischen den beiden ist ein Konflikt entstanden, der über normale Konfliktlösungsmechanismen nicht gelöst werden kann. Und wir versetzen uns dann mal in die Situation des Mehrheitsgesellschafters, der möchte den Minderheitengesellschafter und Geschäftsführer möglichst schnell, günstig und ja, hoffentlich auch leise, was meist nicht funktioniert, loswerden. Was macht er? Ich nenne das so gerne die Macht des Faktischen. Was kann der machen? Der Mehrheitsgesellschafter möchte sich des Geschäftsführers und gegebenenfalls auch Gesellschafters entledigen und dafür möglichst wenig Geld bezahlen.
der wird auf drei Ebenen grundsätzlich angreifen. Das ist erstens die Geschäftsführerebene, zweitens die Gesellschafterebene und drittens, wie ich das dann immer nenne, sind das die flankierenden Maßnahmen, die er einleiten wird, um hier möglichst hohen Druck auf den Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter auszuüben und dadurch in eine Position zu gelangen, in der er eine sehr gute Verhandlungsmacht hat, um gegebenenfalls entweder den Geschäftsführer und Gesellschafter auf Dauer aus dem Unternehmen zu verdrängen oder jedenfalls so ruhig zu stellen, dass er keinerlei Konfliktpotenzial mehr da ist und der Mehrheitsgesellschafter das Unternehmen nach seinen Gutdünken führen kann. Die Macht des Faktischen bedeutet, wie ich es ja dargestellt habe, einmal die Geschäftsführerebene, dann die Gesellschafterebene und die sonstigen flankierenden Maßnahmen. Das ist ein klassischer Dreiklang. Auf allen drei Ebenen wird grundsätzlich parallel angegriffen. Auf Geschäftsführerebene, da wird die Handlungsmacht entzogen und die Geldquelle abgeschnitten. Das ist ja häufig, wenn jemand das Unternehmen gegründet hat, da seinen Schweiß reingelegt hat über Jahre hinweg, gegebenenfalls das Familienunternehmen ist, dann auch vielleicht nicht so viel Geld rausgenommen hat, nicht so viel Rücklagen gebildet hat, das Geschäftsführergehalt, die wesentliche Einkommensquelle für die gesamte Familie ist, das ist ja nicht ungewöhnlich, dass so eine Situation da ist, dann wird auf dieser Geschäftsführerebene wird sowohl die Handlungsmacht als auch die Geldquelle abgeschnitten. Dann auf Gesellschafterebene kann man gegebenenfalls auch schon die Geschäftsanteile einziehen. Da komme ich später nochmal dazu. Das ist immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ob ich das machen soll oder nicht. Warum komme ich später dazu? Allerdings kann man auch hier durch verschiedene Maßnahmen dann die Neuausrichtung der Gesellschaft, so wie ich das als Mehrheitsgesellschafter richtig einordne und möchte, kann ich da sehr gut steuern. Die anderen bitte die Finger weg von der Maus. Kann ich das sehr gut steuern und kann aber auch wiederum eine Geldquelle einstampfen für den Geschäftsführer, indem ich Gewinne nicht mehr ausschütte, sondern thesauriere, das heißt zurückstelle und gerade nicht ausschütte. Gegen all das muss sich dann ja der Geschäftsführer und Minderheitengesellschafter erstmal wehren. Sonstige Maßnahmen, flankierende Maßnahmen, komme ich auch noch gleich dazu, das sind Strafanzeigen, Schlösser austauschen, isolieren vom Geschäftsbetrieb etc. pp. Ich habe das hier mal ein bisschen aufgezeigt. Nochmal, man sieht da schön den Dreiklang, wie gehe ich vor? Und das sind so die klassischen Ebenen, wie wir das auch beraten, den Mehrheitsgesellschaftern, wenn man einen Gesellschafter, Geschäftsführer hat, der Minderheitengesellschafter ist und der im Wesentlichen nicht mehr tragbar ist fürs Unternehmen, welche Maßnahmen in welchem Zeitabschnitt oder in welcher Reihenfolge vorgenommen werden sollen. Die können wir kurz durchgehen. Das erste ist immer, wenn noch kein zweiter Geschäftsführer benannt ist, dass ich einen neuen Geschäftsführer benenne, damit das Unternehmen handlungsfähig bleibt. Danach berufe ich den Geschäftsführer, den bestehenden Geschäftsführer aus wichtigem Grund ab, sodass der schon mal vom Unternehmen weg ist und kündige auch noch seinen Geschäftsführeranstellungsvertrag aus wichtigem Grund, um ihm damit die Haupteinnahmequelle, die er sonst immer hatte, zu nehmen. Auf Gesellschafterebene, wie gesagt, kann ich dann thesaurieren, der Gewinne vornehmen, gegebenenfalls die Einziehung der Geschäftsanteile und kann dann durch Mehrheitsbeschlüsse, dadurch, dass ich ja die Mehrheit habe und wenn keine von Andreas ordentlichen qualifizierten Mehrheiten eingebaut worden sind im Vertrag, kann ich im Prinzip als Mehrheitsgesellschafter schalten und walten, wie ich möchte und damit die Unternehmenspolitik so ausrichten, wie ich es will. Das führt bis hin zu Restrukturierungen im Unternehmen vornehmen, gegen die ich mich jetzt grundsätzlich mal als Minderheitengesellschafter kaum noch wehren kann. Die sonstigen Maßnahmen, die sind alle ein bisschen darauf abgestellt, dass ich den ehemaligen Geschäftsführer isoliere und demontiere und demotiviere. Das schaffe ich dadurch, dass ich ihm erstmal den völligen Kontakt zum Unternehmen abschneide. Das heißt, die IT-Zugänge werden gesperrt, er kommt nicht mehr rein, die Schlösser werden ausgetauscht, wird ein Hausverbot erteilt. Das Handy wird ihm weggenommen, das Auto wird ihm weggenommen, sein Laptop wird ihm weggenommen. Das heißt, der wird am Tag, wenn er kommt morgens in die Firma, bekommt er seinen Beschluss hingelegt, dass er gefeuert ist, darf noch mit zwei Security-Leuten, darf er noch seine persönlichen Sachen, wenn es denn überhaupt so weit kommt, zusammenpacken
und darf dann vors Firmengelände hingehen und mit dem Bus nach Hause fahren. Das ist schon ein harter Schlag für so einen Geschäftsführer und der ja mitten im Leben steht normalerweise. Und was dann noch obendrauf kommt, was dann gemacht werden kann, es werden Internal Investigations gemacht, es wird wirklich jedes Blatt rumgedreht, um nach, ich sag mal, es wird im Dreck gewühlt, damit man Sachen findet gegen den ehemaligen Geschäftsführer, damit man hier weitere Gründe findet, gegen ihn vorzugehen, gegebenenfalls Gründe findet, Strafanzeigen gegen ihn zu erstatten und Schadensersatzansprüche zu stellen, um hier maximalen Druck auf ihn auszuüben. Sie sehen, in diesem Dreiklang, den wir hier haben, schaffe ich es von innerhalb eigentlich von 24 Stunden oder sogar noch weniger, das gesamte Leben eines solchen Menschen auf den Kopf zu stellen und ihn derart unter wirtschaftlichen und persönlichen Druck zu setzen, dass er häufig schon von Anfang an einknicken wird. Da kommen ja auch Selbstzweifel auf, ob man tatsächlich Dinge falsch gemacht hat. Das sind sehr massive Maßnahmen, die hier durchgeführt werden können, nicht unbedingt müssen. Wir machen das auch häufig abgeschwächt für Mandanten, um die Rechte des Mehrheitsgesellschafters möglichst effizient durchsetzen zu können. Das klingt alles sehr brutal, ist es wahrscheinlich auch, und wir kommen ja später dazu, wie sich der Geschäftsführer, Gesellschafter dagegen wehren kann. Aber das ist nun mal das, was ich dann tatsächlich nenne, die Macht des Faktischen. Innerhalb kürzester Zeit ist er von dem Unternehmen, was er 25 Jahre lang aufgebaut hat, völlig abgeschnitten, isoliert und weg. Und die Maßnahmen sind grundsätzlich alle legal, die hier gemacht werden. Solange man nur genügend Anknüpfungspunkte findet für einen wichtigen Grund, um ihn hier seines Amtes zu entheben. Aber da sind ja seit so ein paar spannende Arbeitsrechtsurteile mal gefällt worden, dass irgendwie mit einem Pfandbon, den man findet und sich da die 30 Cent auszahlt, dass man dadurch schon im Arbeitsrecht einen wichtigen Grund setzt, um gefeuert zu werden. Da sind wir hier in derselben Kategorie, dass man mal eine falsche Bewirtungsrechnung eingereicht hat. Das wird häufig schon als Grund genommen, als ersten, um hier einen wichtigen Grund zu setzen, um ihn rauszuwerfen. Hier ist das nochmal kurz aufgezeigt, was faktisch passiert aus der Geschäftsführung. Entfernen, Abschottung von Unternehmen, Sicherstellung von Beweisen durch Internal Investigation, dann die flankierenden Maßnahmen, die ich gesagt habe, Hausverbot, Laptop, Handy, Auto, alles wird weggemacht und es wird eine neue Unternehmenspolitik umgesetzt, sodass der Mehrheitsgesellschafter dann endlich die Unternehmenspolitik, die er sich immer vorgestellt hat für das Venture, was er da, in das er da eingegangen ist und das Target, in was er investiert hat, um das am Ende des Tages auch gewinnbringend nach seinen Vorstellungen umsetzen zu können, ohne dass ständig der Gründer mit seinen antiquierten Ansichten, die er da vorbringt, da noch stört. Sonderthema AG, da spielt sich das Ganze mehr auf der Aufsichtsratsebene ab. Da wird sich so ein Investor immer vorbehalten, ein Aufsichtsratsmitglied mehr drin zu haben, sodass man da die Mehrheit hat. Da wird dadurch dann der Vorstand bestellt und da werden dann hier alle Maßnahmen im Aufsichtsrat getroffen, um den Vorstand dann entsprechend zu demontieren, genauso wie es mit dem Geschäftsführer passiert ist. In der Hauptversammlung, wo die Gesellschafter sitzen, da passiert normalerweise nicht viel. Das wird alles hier im Aufsichtsrat gemacht. Sie sehen, das war jetzt ein kurzer Abriss. Ich muss mich noch ein bisschen beeilen, was gemacht werden kann, um hier seine Rechte als Mehrheitsgesellschafter durchzusetzen. Jetzt kommen wir zum Minderheitsgesellschafter. Hier haben wir mal den Scherbenhaufen, vor dem der steht. Den habe ich Ihnen eben schon mal dargestellt. Da hat ein Kollege von mir, hatte damals noch ein schönes Zitat von Cypress Hill reingemacht, das ich jetzt nicht zitieren möchte. Aber das ist die Situation, in der wir sind. Man steht vor dem Scherbenhaufen seines Unternehmens, seiner Existenz und weiß im Prinzip gar nicht, was man machen soll. Ich habe hier mal drei Punkte aufgezeigt, was man machen könnte. Ich würde gerne auf vier eingehen, mal einer vielleicht noch ein bisschen weiter vorne anzusiedeln, ist, die ich gerne nenne, be prepared, be cool, be fast, be reasonable. Be prepared heißt, und da kommen wir später schon mal dazu, diese Situation, die ich jetzt gerade geschildert habe, so unfassbar, wie sie vielleicht für manche von Ihnen klingen wird,
die passiert fast täglich, auch in Deutschland. Das passiert so oft, dass man sich das kaum vorstellen kann, dass Mehrheitsgesellschafter, denen der Minderheitengesellschafter und noch Geschäftsführer nicht mehr passt, diese Maßnahmen, Entschuldigung, ergreifen. Und wenn ich das ja weiß, dass diese Maßnahmen ergriffen werden können und die auch alle legal sind, dann muss ich mich darauf vorbereiten. Wie bereite ich mich darauf vor als Geschäftsführer und Gesellschafter? Ich muss alle Unterlagen, die es gibt, die mir am Ende des Tages helfen können, um mich zu verteidigen gegen Vorwürfe, gegen Schadensersatzansprüche, Strafanzeigen und so weiter und so fort, muss ich Unterlagen haben, weil ich werde isoliert vom Unternehmen und habe keinen Zugriff mehr darauf. Wie kann ich mir diese Unterlagen verschaffen oder welche Unterlagen sind das? Das ist erstens ist das mein Original des Geschäftsführeranstellungsvertrages. Den habe ich nicht im Unternehmen, sondern den habe ich schön zu Hause liegen, weil da kann ich damit umgehen und am Ende des Tages kann ich den sehr gut gebrauchen, für eine sogenannte Urkundenklage einzureichen auf Vergütung, die mir relativ schnell einen Titel verschafft und ich dann relativ schnell wieder Geld bekommen kann. Ich bin ja, wie gesagt, von jeder Geldquelle im Moment abgeschnitten. Heißt auch, dass ich ja Gesellschafter bin und in der Zeit, in der noch alles gut gelaufen ist, ich ja alle Informationen bekommen habe, die ich als Gesellschafter haben darf. Diese Informationen sind das Jahresabschlüsse, Bilanzen, BWAs, Berichte, Gesellschafterversammlungsprotokolle. All das sollte ich auch zu Hause aufbewahren, damit ich darauf dann im Fall der Fälle Zugriff habe und nicht darauf angewiesen bin, mit irgendwelchen Auskunftsansprüchen, die ich dann über Jahre hinweg wieder einklagen muss, verwiesen zu werden. Das ist so dieses, das sollte man im Kopf haben, nehmen Sie sich alles das mit, was Sie brauchen, mit nach Hause, legen Sie es unter das Kopfkissen für den Fall der Fälle, das ist die beste Versicherung, die Sie haben, entschuldige Timo. Die zweitbeste ist die W&I. Das zweite ist, be cool, wenn das passiert, behalten Sie einen kühlen Kopf, machen Sie nichts, was die Sache noch schlimmer machen kann. Man ist dann ja wütend, man ist traurig, man ist gefangen, man ist gefesselt, man ist irgendwie gewillt, böse Briefe zu schreiben, vielleicht sogar noch schnell irgendwas zu löschen auf dem Computer. Alles, was Sie in dem Moment machen, kann gegen Sie verwendet werden und wird zu einem neuen Grund erkoren, Sie aus wichtigem Grund nochmal abzuberufen und nochmal zu kündigen. Das heißt, behalten Sie einen kühlen Kopf. Das Einzige, was Sie in dem Moment machen, Sie nehmen den Hörer in die Hand, rufen Ihren Anwalt an, fahren dahin und machen mit ihm einen Termin aus oder wie gesagt, fahren hin und besprechen mit ihm, was die nächsten Schritte sind. Weil das, was jetzt als nächstes gemacht wird, kann tatsächlich entscheidend sein darüber, wie Ihre prozessuale Situation sein wird und wie Ihre faktische Situation sein wird. Weil jetzt ist wirklich Zeit, kühlen Kopf zu bewahren, um dann be fast, schnell zu sein. Warum be fast? Was heißt schnell sein? Was muss ich machen? Ich muss einstweilige Verfügungen erwirken. Wenn zu einer Gesellschafterversammlung eingeladen wurde, bei der ich dann auch noch selbst anwesend bin und schon die Abberufung aus wichtigem Grund angekündigt wurde, dann kann ich das alles schon vorbereiten lassen. Dann habe ich im Prinzip die einstweilige Verfügung oder den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in der Tasche. Wir selbst versuchen auch ab und zu präventiv das zu machen. Das ist ein, zwei Mal schon mal gelungen, aber die Gerichte sind da ein bisschen zurückhaltend damit. Aber das ist das Allerwichtigste. Es müssen einstweilige Verfügungen erwirkt werden dahingehend, dass sie weiterhin so gestellt werden, als wären sie Geschäftsführer. Das heißt, die Gerichte, jedenfalls in München, aber auch in Frankfurt habe ich das schon gemacht, auch in anderen Bundesländern, lassen es zu, dass man eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass man bis zur abschließenden Entscheidung in der Hauptsache, das heißt im richtigen Gerichtsverfahren, von jetzt an weiterhin so gestellt bleibt, wie als wäre man Geschäftsführer. Das heißt, man hat weiterhin Zutritt ins Unternehmen, man hat Zugang zu den Unterlagen, man hat weiterhin Vertretungsmacht, man tritt weiterhin im Handelsregister auf, man fährt weiterhin sein Auto. Alles das, was ich vorher durfte, darf ich jetzt auch weiterhin, bis diese unsichere Rechtslage, ob ich noch Geschäftsführer bin oder nicht, aufgelöst ist. Und das ist das Allerwichtigste, was Sie erreichen müssen. Sie müssen im Driver's Seat bleiben hier. Sobald Sie raus sind aus Ihrem Unternehmen, wird mit Ihnen gemacht, was Sie wollen und Sie laufen nur noch hinterher. Dann sind Sie am Ende des Tages, haben Sie da keine Lust mehr und lassen sich abspeisen mit irgendwelchen Abfindungen. Seien Sie schnell. Gehen Sie zu einem Spezialisten dabei, da kann man so viele Fehler machen und es ist so wichtig, im Driver's Seat zu bleiben. Das ist das A und O.
schnell sein, einstweilige Verfügungen. Man hat 4 Wochen Zeit. Mein Credo ist, so schnell wie möglich, damit man so schnell wie möglich wieder im Unternehmen drin ist und weiterhin handlungsfähig ist. Das ist das Allerwichtigste. Und danach Weichen stellen für die Zukunft, be reasonable, lehnen Sie sich mal zurück und überlegen, was tatsächlich Sie erreichen wollen. Wollen Sie mit diesem Gesellschafter, der Sie da gerade auf die Straße gesetzt hat, wollen Sie da weiterhin Haus und Bett teilen oder Bett und Tisch teilen, wie es in der Ehe ja so schön heißt, oder wollen Sie sich von dem trennen? Werden Sie sich klar, wie Sie mit dem Unternehmen oder wie Sie mit Ihrer Situation in Zukunft umgehen wollen? Wollen Sie auf Gedeih und Verderb Geschäftsführer und Gesellschafter bleiben? Wollen Sie vielleicht den Investor rauskaufen? Da müssen Sie sich um einen weiteren Investor kümmern, der die Anteile rauskaufen möchte. Wollen Sie eventuell selbst Schadensersatzansprüche geltend machen oder die Anteile einziehen, weil hier unberechtigt Sie abberufen wurden? Das sind alles Dinge, die Sie sich vorher klar machen sollten, weil Ihre Ressourcen wahrscheinlich eingeschränkt sind. Sie müssen sich mal überlegen, alles, was ist, müssen Sie selbst, also die Anwälte, Gerichte und so weiter, aus eigener Tasche bezahlen. Und der Investor oder der Mehrheitsgesellschafter lehnt sich zurück, weil alle Maßnahmen, gerichtlichen Maßnahmen, richten sich gegen das Unternehmen. Das heißt, der lehnt sich zurück, das wird alles aus dem Unternehmen rausbezahlt, aus dem Unternehmen, bei dem Sie bei meinem Beispiel noch zu 45% beteiligt sind. Alle Maßnahmen, die Sie dagegen richten, müssen Sie dann zu 45% mitbezahlen und noch aus eigener Tasche die eigenen Kosten tragen. Das heißt, Sie müssen sich ein Bild davon machen, wie Ihre Zukunft aussehen soll und dann sehr effektiv in diese Richtung arbeiten und da aber auch dann beharrlich dran arbeiten und diesen Weg verfolgen. Wenn der Weg ist, dass Sie möglichst hoch sich rauskaufen lassen, ebnen Sie diesen Weg. Wenn es Ihr Bestreben ist, dieses Unternehmen weiterzuführen und den Investor rauszuwerfen, ebnen Sie diesen Weg. Aber schauen Sie sich ein Ziel an. Wenn Sie kein Ziel haben, dann fliegen Sie da rum wie eine Mücke an der Scheibe und kommen am Ende des Tages nirgendwo an, haben nur einen Haufen Geld ausgegeben und sind frustriert, dass Sie nicht weiterkommen. Deswegen nochmal, wenn Sie betroffen sind, be prepared, be cool, be fast, be reasonable. Ich habe hier nochmal die einzelnen Dinge aufgezeigt, was man machen kann. Die Vorbereitung, einstweilige Verfügung gegen Abberufungsbeschluss, Unterlagen möglichst greifbar haben, die einstweilige Verfügung gegen die Vollzug der Abberufung. Sie können auch eine einstweilige Verfügung beim Registergericht hinterlegen, dass keine Löschung aus dem Handelsregister erfolgt. Hier, das bin ich vorhin schon mal drauf eingegangen, auf die Urkundsklage, auf die Vergütung. Das ist ein verkürztes Verfahren, wo Sie relativ schnell einen Vergütungsanspruch wiederbekommen können. Nochmal, Sie sind ja von Ihrer Geldquelle abgeschnitten worden. Anträge beim Registergericht, das brauchen wir jetzt weniger. Und dann die Frage, wie geht's weiter? Sie müssen auch Hauptsacheverfahren einleiten. Sie können selbst Strafanzeigen machen. Wenn das irgendwie publik oder öffentlichkeitsrelevant ist, kann man auch überlegen, ob man die Presse einschaltet. Und dann gegebenenfalls noch gegenüber jetzt dem Hauptgesellschafter vielleicht möglichst lästig ist, da kann man mit Auskunftsanträgen machen. Das gibt Auskunftsanträge nach dem Gesellschaftsrecht, Auskunftsanträge nach dem Datenschutzgesetz. Da kann man schon unglaublich lästig sein, um da eventuell auch seinen Abfindungswert zu erhöhen. Und dann, wie gesagt, die langfristige Strategie zu erarbeiten. Was möchten wir? Vielleicht noch ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte. Das ist die Frage der Einziehung der Geschäftsanteile. Warum habe ich gesagt, damit würden Sie Ihre Anteile auch am Unternehmen verlieren und der Hauptgesellschafter hätte dadurch das gesamte Unternehmen. Warum wird das häufig nicht gewählt? Es wird deshalb häufig nicht gewählt, weil erstens die Hürden relativ hoch sind und Sie es schaffen könnten, sich dagegen zu wehren. Zweitens, wenn Sie sich nicht dagegen wehren, löst die Inanspruchnahme, dieses Einziehungsrecht löst einen sofortigen Abfindungsanspruch für Sie aus, in der Höhe, wie das in der Höhe des Wertes des Unternehmens zu dem damaligen Zeitpunkt, als das dann eingezogen wurde, die Anteile. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Damit kommen Sie ein bisschen in eine Aktion rein, auch in ein Selbstbewusstsein rein, gegebenenfalls einen hohen Anspruch auch geltend machen zu können per Gericht. Der führt dann häufig auch dazu, dass Sie einen Prozessfinanzierer bekommen, der Ihnen das gesamte Portfolio finanziert, sodass Sie nicht selbst mit Geld reingehen müssen. Das heißt, die Einziehung der Geschäftsanteile führt dazu, dass Sie mehr in die Aktion, wieder mehr in die Motivation und mehr da reinkommen, dass Sie kämpfen wollen, weil Sie auf einmal für einen hohen Anspruch, für einen hohen Abfindungsanspruch kämpfen können. Und deswegen wird das häufig nicht gewählt,
weil sie da nicht so demoralisiert sind, wie man das gerne hätte. Die Sonderthemen wieder in der Aktiengesellschaft, da wird das Ganze, kann man auch die Interessen, die man dann hat, über die Hauptversammlung nochmal machen. Da kann man Ergänzungsanträge zur Tagesordnung machen, Auskunftsrechte des Aktionärs geltend machen. Was häufig gewählt wird, aber auch ein langer und harter Weg ist, ist die Einsetzung eines Sonderprüfers. Da haben wir vielleicht alle schon bei immer wieder presserelevant, Tönnies und so, das sind ja große Streitigkeiten und immer wieder die Frage mit Sonderprüfungen, da wird dann geprüft, ob denn das aktuelle Management alle Entscheidungen richtig getroffen hat. Und es gibt die Möglichkeit, dass Aktionär, wenn ich 10% der Aktien habe, kann ich das Management auffordern, Schadensersatzansprüche geltend zu machen gegen Vorstand und Aufsichtsrat. Wenn die das nicht machen, dann kann ich selbst den Prozess führen, allerdings nur zugunsten des Unternehmens. Wie gesagt, muss ich auch wieder Geld in die Hand nehmen. Die Interessen des Aufsichtsrats, alles, was da gemacht wird, man hat ja normalerweise einen eigenen Aufsichtsrat da sitzen, der kann dann auch anfechten, die etwaige Beschlüsse, die dort gefasst wurden. Und da muss man ein bisschen drauf einwirken. Wie gesagt, da werden die Streitigkeiten, das sind eigentlich nur Technikalitäten, die werden dann von der Gesellschafterebene, werden die abstrahiert auf eine andere Ebene, dann hier die Aufsichtsratsebene läuft, aber im Wesentlichen parallel, ist ein bisschen more sophisticated, wie man so schön sagt, bei der Aktiengesellschaft und formalistischer ausgeprägt, aber doch durchaus vergleichbar. Jetzt bin ich da durchgesprungen und wir haben nach vier. Aber es sind noch viele dabei. Vielen herzlichen Dank. Fragen kamen. Wenn Sie jetzt Fragen haben, können Sie ja vielleicht noch Fragen stellen. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel Angst gemacht mit dem spannenden Thema, was so passieren kann in der Gesellschaft der Auseinandersetzung. Ich bedanke mich an der Stelle vielmals, dass Sie am heutigen Webinar teilgenommen haben. Vielen Dank, Timo, für deinen wirklich wieder mal hochinteressanten Beitrag. Gerne. Und auch dir, Andreas, und in der Hoffnung, dass du immer so gut die Verträge strickst, dass meine Wenigkeit natürlich nie in Anspruch genommen werden muss.